Hallo Leute, mein Name ist Fabian und ich bin dein Coach für diese Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Freude, Arbeitsblatt Potenzen und Wurzeln. Ich würde dich bitten, dass du das Arbeitsblatt von unserer Website downloadest. Den entsprechenden Link siehst du auf der Folie. Außerdem würde ich dich bitten, das Arbeitsblatt nicht nur downzuladen, sondern im Idealfall es auch auszudrucken, da du damit dann besser arbeiten kannst. Weiters möchte ich dich daran erinnern, dass du jederzeit auf Pause drücken kannst und zurückspulen bzw. dir das Video erneut ansehen kannst. In diesem Video beschäftigen wir uns mit einer neuen Schreibweise, nämlich der Potenzschreibweise. Die verwenden wir, wenn wir eine Zahl mit sich selbst multiplizieren wollen, also zum Beispiel 3 mal 3. Wir können sie aber auch verwenden, wenn wir die Zahl öfter mit sich selbst multiplizieren oder noch öfter. Und besonders praktisch wird sie, wenn die Zahl sehr oft mit sich selbst multipliziert wird, weil dann ersparen wir uns durch die neue Schreibweise sehr viel Schreibarbeit. Kompliziert wird das Ganze, wenn wir verschiedene Zahlen mit sich selbst multiplizieren und das alles auch noch miteinander multipliziert wird. Dann würde ich euch auch zur Potenzschreibweise raten, da es sonst ziemlich komplex werden könnte. Schauen wir wieder in das Fenster oben rein. Hier sehen wir a hoch n ist gleich a mal a mal a mal a und so weiter und wir haben n Faktoren von a. Dieses a hoch n bedeutet nichts anderes, als wenn wir eine Zahl haben, nämlich 4 und das n ist jetzt 3, dann haben wir 4 hoch 3 und somit haben wir dann 4 mal 4 mal 4, weil der Dreier bedeutet, dass wir die Zahl 4 dreimal miteinander multiplizieren. Das heißt 4 mal 4 mal 4. Die neue Schreibweise ist somit wesentlich kürzer und praktikabler als die alte. Das heißt, sie ist praktischer. Und wichtig ist nur die Sprechweise, dass ihr die richtig verwendet. Wir haben a hoch n oder bei unserem Beispiel 4 hoch 3. Es gibt noch eine zweite Sprechweise, nämlich die n-te Potenz von a. Das würde bei uns bedeuten, wir haben die dritte Potenz von 4. Außerdem solltet ihr wissen, dass die Zahl a Basis heißt und die Zahl n Exponent genannt wird. Passt auf, dass ihr damit den Begriffen nicht durcheinander kommt. Ich bitte euch nun, das nächste Kästchen selbstständig zu lösen. Drückt dazu auf Pause. Okay, schauen wir es uns an. Als erstes sollen wir 2 hoch 3 lösen. Wir haben ja gesagt, 2 hoch 3 ist nichts anderes als 2 mal 2 mal 2. Und 2 mal 2 ist 4 und dann nochmal mal 2 ist 8. Das habe ich bei den übrigen auch so gemacht. Spannend ist die letzte Aufgabe. Hier haben wir minus 1 in Klammer hoch 3. Da würde ich euch, vor allem wenn die Potenzschreibweise neu für euch ist, eine Nebenrechnung empfehlen. Nämlich minus 1 mal minus 1 mal minus 1. Weil wir haben ja minus 1 hoch 3. Minus 1 mal minus 1 ist jetzt 1, da minus mal minus plus ist. Und nochmal mal minus 1 ist wieder minus 1. Somit ist minus 1 in Klammer hoch 3 minus 1. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch vorbereitet. Drückt dazu auf Pause und versucht sie zu lösen. Angenommen, unsere Basis ist minus 3 und unser Exponent ist 4. Dann suchen wir das Ergebnis von minus 3 hoch 4. Das ist aber nichts anderes jetzt als minus 3 mal minus 3, was eine positive Zahl ergibt, mal minus 3 mal minus 3, was ebenfalls eine positive Zahl ergibt. Somit bleiben mir zwei positive Zahlen übrig, nämlich 9 mal 9 und das ist 81. Also ist Antwort A richtig. Das Ergebnis ist positiv. Wir haben somit in diesem Video gelernt, wie wir die Potenzschreibweise anwenden können, was eine Basis ist und was ein Exponent ist. Bis zum nächsten Mal.